Profesor, el mundo siempre ha sido un lugar inseguro por naturaleza. Pero ahora esa inseguridad adquiere particulares formas que le llevan a usted a hablar de sociedad del riesgo mundial. ¿Cuáles son sus principales características? Ja, die Welt war immer schon katastrophal und es gab enorme Unruhen. Denken Sie daran, früher der Natur zugeordnet wurden und den Göttern. Dann aber haben wir die große Wende, in der die potenziellen Katastrophen von den Menschen selbst gemacht sind im Zuge des Modernisierungsprozesses. Und das meine ich eigentlich wesentlich mit der Risikogesellschaft. Es ist ganz wichtig dabei zu unterscheiden zwischen einerseits Katastrophe und andererseits Risiko. Risiko ist nicht Katastrophe. Risiko ist die Vergegenwärtigung der Katastrophe. Das ist ein ganz wichtiger Zugang der Soziologie, denn es gilt gerade, diese Katastrophe zu antizipieren, um sie möglicherweise zu vermeiden. Und insofern ist die Weltrisikogesellschaft eine enorme Mobilisierungskraft, politische Mobilisierungskraft, wo die Menschen aufgerufen werden, etwas zu tun, damit die Katastrophe nicht eintritt. Bueno, pero, si los Tan grandes, tan inmensos, que no se pueden resolver en el marco del Estado nacional. La única respuesta posible sería la cooperación internacional. Pero contra toda lógica, no escuchando lo que usted dice, los Estados piensan que pueden solucionar solo las cosas. Ya, ja, die gibt es, es gerade übrigens umgekehrt eine Folge der zunehmenden Einsicht, dass man es nicht mehr alleine machen kann. Ich glaube schon, dass äh, im Alltag der Menschen inzwischen durch die Finanzkrise, durch den Klimawandel, durch den Terrorismus oder auch zuletzt durch Fukushima deutlich geworden ist, dass wir mit potenziellen Katastrophen konfrontiert sind, die im nationalen Rahmen nicht mehr gelöst werden können. Das aber provoziert die Nationen und viele Menschen versuchen gerade deswegen neue Zäune, um die Nationen zu bilden. Dahinter steckt aber doch eine Einsicht, die sich sukzessive teilweise auch durchsetzt, nämlich ein sogenannter kosmopolitischer Imperativ. Entweder es gelingt uns zu kooperieren oder wir scheitern. Die Gefahr wächst mit dem Versuch immer wieder nur und ausschließlich nationale Antworten auf diese Gefahr zu finden. Und das ist auch Teil sozusagen eines dialektischen Prozesses, in dem auf der einen Seite in der Tat immer wieder neue nationale Barrieren aufgebaut werden und allgemein gesagt wird, wir müssen es alleine machen. Auf der anderen Seite aber eben auch die Einsicht wächst zumindest rhetorisch zunächst dass wir neue arten des gesellschaftlichen zusammenschlusses neue arten auch der gesellschaftlichen praxis brauchen um auf diese herausforderungen eine antwort zu finden. pero a pesar de todo ello hay países que piensan todavía que se pueden solos. ja man, es ist ein gutes beispiel augenblicklich in, in deutschland und in europa. europa ist ja nun nachdrücklich in einer krise und die eurokrise macht gerade klar dass wir eigentlich nur in einem Zusammenhang operieren können. Aber was ist die Folge? Eigentlich, die meisten Nationen denken erstmal an sich, insbesondere übrigens auch Deutschland, die davon ausgehen, dass sie eigentlich, sie es sind, die jetzt Europa bezahlen müssen, aber das nicht wollen und insofern sich auf den Standpunkt stellen, wir könnten es eigentlich auch alleine. Das ist eine der großen Illusionen des 21. Jahrhunderts. Die Formel, wir können es alleine bringt sozusagen das Missverständnis das Selbstmissverständnis dieses Jahrhunderts auf den Punkt denn tatsächlich würde in dem maße in dem sich das durchsetzt all die katastrophen die sich abzeichnen multipliziert werden und sich umsetzen während wir die chancen zu ihrer verhinderung nicht nutzen ulrich los hombres son o somos profundamente Tanto es así que estamos en condiciones de ceder nuestros eh, principios más caros eh, desde el punto de vista democrático si alguien nos ofrece eh, seguridad. Es como si en nuestros genes, desde el punto de vista de la autoconservación, fueran mucho más importantes que las libertades democráticas. Ya, ja, das ist eine der Gefahren, die spürbar. es auch eine eine Sorge, die die mich umtreibt, aber ich Ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir nur diesen Reflex ins Zentrum stellen. Ich würde schon auf der Ebene der Begriffe unterscheiden wollen. Und zwar zwischen dem, was wir in Deutschen Furcht nennen und was wir Angst nennen. Den Begriff der Furcht und der Angst, diese Unterscheidung beziehe ich von Hegel und auch von Kierkegaard, die früh darüber nachgedacht haben. Die Furcht, sagt Hegel und sagt, Kierkegaard ist etwas, wo die Menschen direkt auf Bedrohungen reagieren. Wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, aber auch wenn sie physisch bedroht werden, dann müssen sie sozusagen äh, um ihr eigenes Leben kämpfen, um ihre eigene ökonomische Existenz. Gleichzeitig gibt es aber auch sowas wie Angst, die eigentlich nicht eine Reaktion ist auf die eigene persönliche, körperliche, unmittelbare Bedrohung, sondern die die Gefahr, also eine langfristige Gefahr für die Gruppe oder vielleicht sogar für die ganze Menschheit antizipiert. Und das ist eine Sorge, die nicht nur sozusagen eine direkt, ein direkter Reflex auf die Infragestellung der eigenen Interessen ist, sondern die politisch motiviert und auch eine neue moralische Instanz darstellt, neue moralische Kriterien äh, praktisch wendet. Das ist eine... Entwicklung, die man auch beobachten kann. Wenn man sieht, warum sich ausgerechnet die Mittelschichten, also die wohlhabenden Mittelschichten, äh, für den Klimawandel oder aber auch für die neue ökonomische Perspektive über Länder hinweg interessieren, dann ist es häufig ja nicht die unmittelbare Bedrohung der eigenen Existenz, sondern die Sorge um die Zukunft. Und ich glaube, wir unterscheiden in den politischen Diskussionen nicht genug zwischen diesen zwei Ängsten, die sich auch in der Realität allerdings mischen und insofern schwer politisch zu differenzieren sind. Mir käme es allerdings darauf an, dass man beides ernst nimmt. Auch die unmittelbare Furcht um die eigene ökonomische Existenz ist real. Und gerade in Europa und in vielen anderen Ländern erfahren wir wenigstens besonders in den, Zentrum, in den Ländern des Zentrums, wie ganze Bevölkerungsgruppen Arbeitergruppen austauschbar werden, indem eben Arbeitsplätze in billigere Länder auswandern. Das stellt die ökonomische Existenz dieser Arbeitsgruppen in Frage und damit natürlich auch eine neue Beziehung zu dem anderen. All das ist eine wichtige Situation, über die wir uns klar werden müssen. Dahinter steht eine sozusagen eine neue Kondition des Humanen Anfang des 21. Jahrhunderts. Der andere kann nicht mehr ohne weiteres ausgeschlossen werden. Der andere ist letztlich in unserer Mitte präsent, auch dann, wenn wir es nicht wollen, auch dann, wenn wir nicht wissen, mit ihm, wie wir mit ihm umgehen sollen, beispielsweise eben als Konkurrent um den Arbeitsplatz, aber auch teilweise als jemand, mit dem wir kooperieren müssen, um überhaupt Lösungen für den Klimawandel oder Lösungen auch für die Finanzkrise zu gewinnen. Das ist eine, wie ich sage, kosmopolitische Situation, auf die wir reagieren müssen und die sehr ambivalente äh, Reaktionen freisetzt, eben auf der einen Seite zurück zur Nation, zurück zu den alten Sicherheiten auf der anderen Seite, aber auch teilweise mehr auf der Ebene der Rhetorik. Eine öffnung zu neuen politischen Horizonten und Alternativen. A propósito de ambivalencia, es cierto que muchas veces el temor y el miedo une a los seres humanos frente a un riesgo muy importante. Y paradójicamente también los separa culturalmente en la interpretación del riesgo, en la interpretación del miedo. Y ese también es un problema. Sí, es una relación en la que en Zwei Impulse gleichzeitig laufen und man hat früher dafür den etwas altmodischen Ausdruck Dialektik benutzt. Auf der einen Seite äh, erleben wir, und, und das macht vielen Menschen Sorge und Angst, dass wir den globalen anderen, derjenige, der eigentlich außerhalb unserer Grenzen lebt, nicht mehr ausschließen können, dass er mit in unserem Leben präsent ist eben durch die neuen abhängigkeiten dadurch dass wir nicht mehr entscheidungen in unserer eigenen souveränität treffen können. das wird augenblicklich sogar verschärft etwa in europa. wir diskutieren gerade zu diesem zeitpunkt der eurokrise dass äh, dadurch dass beispielsweise die europäer und insbesondere die deutsche regierung was ich sehr problematisch finde sagt um den euro zu retten müssen wir jetzt intervenieren in Griechenland. Wir müssen sozusagen unseren Sparkurs möglicherweise mit europäischen Kommissaren durchsetzen gegenüber Griechenland. Aber es bringt diese Situation einer, einer zurückgehenden, einer nicht mehr voll vorhandenen äh, Souveränität der Nationalstaaten auf den Punkt. Der andere ist in unserem eigenen Handlungskreis gegenwärtig. Und das ist eine schwierige, eine neue Situation, mit der wir uns erst auseinandersetzen müssen. Deswegen ist es auch nicht leicht, sozusagen einfach die bisherigen Ordnungsmodelle, die bisherigen Vorstellungen von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, einfach über Bord zu werfen. Das ist ein notwendiger Lernprozess, allerdings auch ein Lernprozess, der eine Perspektive hat. Und das finde ich so wichtig, nämlich eine Perspektive, in der uns deutlich wird, dass es keinen Weg um die Alternative herum gibt, uns mit dem anderen zu beschäftigen, den anderen ernst zu nehmen, den anderen anzu an, anzuerkennen und auf dieser Grundlage auch eine neue, Poli eine neue Politik zu definieren. Usted No obedecen a la inspiración de la ilustración, sino a la del mercado y el capital. Y si esto es así, y los medios de comunicación son tan importantes para la vida democrática, ¿por qué no existe a todo nivel, tanto local como internacional, un gran debate sobre el papel de los medios? es Unsere Situation mit definieren und da haben die Medien, die Massenmedien, die Zeitungen, das, was wir hier praktizieren, natürlich eine große Bedeutung und es gehört äh, auf die Tagesordnung, auf die große Auseinandersetzung, äh, die wir führen müssen. Ich hatte schon gesagt, die, es geht nicht um die Katastrophe, sondern es geht um die Vergegenwärtigung der Katastrophe in der Gegenwart. Es ist nicht sozusagen das, was in der Zukunft geschieht, das ist uns gänzlich äh, entzogen. Darüber, die zukünftige Zukunft, über die können wir nichts wissen, aber die gegenwärtige Zukunft, die eben als Risiko droht, ist der eigentliche Einflussfaktor und das eigentliche Thema. Dieses Risiko, dieses große Risiko kann man aber nicht hören, kann man nicht schmecken, kann man nicht sehen. Das muss sichtbar gemacht werden, das muss erfahrbar gemacht werden. Und hier hat gerade die Inszenierung, also haben die Bilder, haben die Medien, haben, hat das Fernsehen eine Schlüsselbedeutung. Und das käme darauf an, dass sie sozusagen, manchmal tut sie das ja in vielerlei Hinsicht, sie klärt ja auf, sie macht ja sichtbar, dass solche Zusammenhänge bestehen und dass die Folgen eben nicht an dem nationalen Gartenzaun aufhören, sondern dass sie danach sich eigentlich erst richtig niederschlagen, wie beispielsweise in den großen Katastrophen, in den großen Naturkatastrophen, aber auch bei Fukushima und bei anderen Gelegenheiten. Aber das sozusagen als eine wichtige Aufgabe für die Kreation neuer Gemeinschaften und damit neuer Voraussetzungen für politisches Handeln anzusehen, wäre tatsächlich eine große öffentliche Diskussion wert. Politica interior global. significa que de facto desaparece la distinción nosotros y los otros. ¿Por qué entonces en Holanda existe un movimiento que nace para combatir el Islam y que obtiene el 15% de la votación en la última elección general del país? ¿Por qué en Francia aparece una política que está en ascenso en las encuestas? Merced a criticar la inmigración emig al país, merced a, a, a criticar al extranjero y afianzándose en, en el nacionalismo francés más puro. Ya, sí, Genau die Beobachtung, die ich durchaus bestätige und die ich auch habe. Ich würde unterscheiden, wir haben das eben schon in unserem Gespräch berührt, zwischen Kosmopolitismus als einer philosophischen Tradition, die übrigens weit zurückgeht in die griechische Philosophie, dann durch die Jahrhunderte hindurch. Gelegenheit hatte sich immer dann, wenn sozusagen neue Imperien entstanden und eine Pluralität von Ethnien zusammengebunden wurden, wiederum eine neue Renaissance zu gewinnen, dann vor allen Dingen in der Aufklärung auch eine große Bedeutung hat und heute neu repräsentiert wird auf dem Hintergrund von ähm, eben Globalisierung und äh, den neuen Abhängigkeiten, die sich dadurch ergeben. Diese Tradition des Kosmopolitismus also in letzter Zeit auch insbesondere mit den Namen von Kant verbunden und von Hegel, muss unterschieden werden von Kosmopolitisierung. Kosmopolitisierung, damit meine ich einen, einen Zwangsvorgang, etwas, was den Menschen geschieht, was sie gar nicht wollen, was sie zum Teil auch nicht sehen. Und das ist das, was wir eben schon berührt hat. Der, Glo der globale Andere ist in unserer Mitte. Wir können ihn gar nicht mehr aus. Ausschließen. Wir können Grenzen erhöhen, wir können versuchen, auch sozusagen eine Renaissance des Nationalen äh, zu inszenieren über die Parlamente, aber trotzdem ist der globale Teil unseres eigenen Lebens dadurch, dass wir eben wie gesagt den Klimawandel nur dann. Beantworten können, wenn wir auch die Stimmen der am meisten bedrohten armen Länder zum Bestandteil des Politischen machen. Und dass wir auch nur dann sozusagen in Europa eine neue Vision entwickeln können, eine neue Form von Gemeinschaft, wenn wir auch die Schuldnerländer, die wir jetzt ausschließen wollen, zum integralen Bestandteil unseres eigenen Denkens machen. Das ist sehr schwer zu vollziehen. Und deswegen, weil wir sozusagen gezwungen sind, an den anderen zu denken, weil wir den anderen nicht mehr ausgrenzen können. Deswegen kommt es immer wieder zu diesen Bewegungen, dass man ihn ausgrenzen, zu ausgrenzen versucht, dass man gerade deswegen sozusagen diese Realität immer stärker betont. Der Zustand der Kosmopolitisierung, den wir erfahren, heißt nicht, dass alle Menschen Kosmopoliten werden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie werden möglicherweise anti. Kosmopoliten. Sie werden Nationalisten, sie versuchen sich neu gegeneinander abzugrenzen. Das ist aber genau eine erste Reaktion, vielleicht nicht die vernünftigste, aber eine erste Reaktion auf diesen neuen Zustand des Kosmopolitismus. Man kann sagen, dass in diesen Bewegungen bisher schon sehr erfolgreich die Probleme der Zukunft zum Thema der Tagesordnung der Politik gemacht wurde. Denken Sie daran, wie lange die Umweltbewegung verteufelt wurde oder auch eben andere Bewegungen, Friedensbewegungen, alle diese wurden lange Zeit verteufelt, bis sie heute zum Bestandteil der politischen Selbstde Selbstdefinition der meisten Länder werden. In der Tat zeichnet sich auch augenblicklich ab, dass die Krise Europas oder sagen wir auch die Krise des Kapitalismus eine Krise zwar des Kapitalismus ist, aber doch wesentlich eine Krise, die sich auch im Norden abspielt, die sozusagen das alte Zentrum betrifft, weil offenbar hier die Vorstellungen des kapitalistischen Weges sich nicht mehr ohne weiteres universalisieren lassen. Ja, weil wir sehen, dass wir in unserem Bild der westlichen Moderne etwas exportiert haben, etwas sozusagen den anderen aufdrängen wollten, was jetzt eine Art, wenn man zugespitzt sagen will, eine Art Selbstmordprojekt ist, eben im Sinne des Klimawandels oder möglicherweise eben auch eine Gefährdung der Nationen durch den, durch den ähm, Kapitalismus, durch die neue neoliberale Form der äh, Finanzwirtschaft als, als Maßstab für die Entwicklung der Gesellschaft. Es gibt daneben ja große diskussionen und auch entwicklungen denken wir etwa daran dass im süden die stimmung wenn ich es richtig verstehe in südamerika aber auch äh, in indien auch in teilweise in ländern afrikas sehr viel optimistischer ist dass man dort sieht dass vielleicht neue perspektiven eine chance haben also es bildet sich auch eine andere Machtstruktur in der Welt heraus und damit vielleicht auch das Monopol, dass alle Anregungen immer aus dem Zentrum kommen, äh, ist nicht nur unmittelbar die Zukunftsperspektive, sondern wir müssen auch offen werden für die interessanten Entwicklungen in anderen Teilen der Welt und damit eben auch insbesondere für die sozialen Bewegungen, die dies zum Thema machen. Y no es un problema, un de protesta, sobre todo los países desarrollados, no están demasiado despolitizados, a tal grado que hay gente que piensa lo siguiente, está muy bien que se salga a la calle a protestar, está muy bien que se grite, pero ni las protestas ni los gritos alcanzan para solucionar los grandes problemas de este mundo. eine Serie von Überraschungen erlebt, die wir alle nicht für möglich gehalten haben. Denken Sie an den arabischen Frühling, äh, wo plötzlich, scheinbar aus dem Nichts, Bewegungen entstanden, die dann die vorhandenen autoritären Regime nicht nur herausgefordert, sondern auch zum Zusammenbruch gebracht haben. Wir wissen noch nicht, was daraus wird, aber immerhin, dieser Virus einer, einer, eines de demokratischen Optimismus ist auch übergesprungen auf Europa. Auf die Proteste der Jugendlichen in, in Spanien, in Portugal und in vielen anderen Ländern. Er ist schließlich aufgegriffen worden von dem urkapitalistischen Land Amerika, wo inzwischen ein antikapitalistischer Protest spürbar ist. Es sind nicht die Proletarier, es sind nicht sozusagen die alten Klassen, Gegensätze, die hier thematisiert werden, jedenfalls nicht die wirklich ausgeschlossenen, nicht diejenigen, die am schlimmsten davon betroffen sind, sondern es sind überraschenderweise die Mittelschichten, die Mittelklassen, die protestieren. Das ist ja immer das Rückgrat der, der Gesellschaft und die garantieren eigentlich die Legitimität, wenn die... Wenn, das, wenn die Mittelklasse sozusagen die Legitimität aufkündigt, dann hat das einen enormen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft. Also, ich glaube, man muss sich zunächst einmal diese Entwicklung vor Augen halten, um dann tatsächlich zu sehen, bisher handelt es sich noch um einen Protest in der Rhetorik, ein Protest von großer Legitimität, aber noch von fehlenden Handlungsfolgen. Das könnte dadurch besser gelingen, indem man in der Tat, wie Sie hier anzudeuten versuchen, auch zugespitzte Forderungen stellt. Beispielsweise die Forderung, ich greife jetzt nur eine heraus, auch so etwas wie eine... Finanztransaktionssteuer einzuführen. Also etwas, was damit auch die Politik neu begründen könnte und was neue sozialpolitische und auch ökologische Perspektiven bieten könnte. Das war mal eine Forderung, die völlig abwegig erschien und die nur lächerlich gemacht wurde. Heute wird sie sogar von der, von der konservativ-liberalen Regierung in Deutschland in Europa propagiert, selbst gegen den Widerstand anderer Europäer. Hier kann man, glaube ich, sehen, wie pero también cuán exitosas pueden ser movimientos sociales que new the agenda de ¿Es imaginable para el profesor Ulrich Beck un mundo que no tenga como prioridad absoluta el desarrollo, que plantee una vida más modesta para los habitantes de los países desarrollados y una vida más digna para los países pobres? Ja, das ist eine Entwicklung, die möglich ist. Ich habe allerdings immer auch ein, ein Bedenken. Ich bin ein Theoretiker der Moderne. Ich glaube an die Kreativität der Moderne. Ich glaube nicht unbedingt, dass der Weg zurück uns ähm, weiterführt. Diese, diese andere Moderne, von der ich ja nun schon seit 25 Jahren schreibe, äh, muss sicherlich auch lernfähig werden in Bezug auf Traditionen. Sie muss auch die vielen Erfahrungen der Nischen aufnehmen, die jetzt gemacht werden in anderen Ländern, wo man sieht, dass man mit weniger leben kann. Alles das ist eine wichtige Erfahrung. Aber ich glaube, überzeugend ist die moderne eigentlich immer nur dann letzten Endes, wenn sie wirklich emanzipatorische Wirkung hat, wenn sie neue Freiheitschancen aufzeigt wenn sie sozusagen ein mehr an freiheit zum bezugspunkt ihres handels macht und das auch erfahrbar macht eine moderne die immer sagt es muss alles weniger werden es muss immer restriktiver werden wir dürfen die natur nicht verletzen sondern wir müssen sehen dass wir die natur erhalten. ich akzeptiere dieses ziel aber es muss in eine andere moderne umformuliert werden und deswegen glaube ich dass die debatte über einen neuen reichtum wie ein neuer reichtum ohne die Zerstörungsqualität die Reichtum bisher innewohnt wie ein solcher Reichtum möglich ist, eine Schlüsseldebatte ist für die Entwicklung realistischer von den Menschen akzeptierter weiter in einer Weiterentwicklung der Moderne und das meine ich ja mit einer zweiten Moderne die tatsächlich auch einen solchen Impuls der Aufklärung neu begründet und formuliert dígame usted si tengo algo de razón o estoy totalmente equivocado pero me da la impresión que cuando vivimos individual o colectivamente una crisis, como la muerte, el exilio, la cárcel, experiencias extremas, pues, tenemos solo dos caminos para seguir. O nos resignamos y nos frustramos, o intentamos tomar la crisis para transformarla en una experiencia de vida. Y me da la impresión como lector de la sociedad del riesgo mundial, que ese es uno de sus mensajes centrales. Aproveche la crisis del terrorismo, aproveche la crisis del cambio climático para aprender de ello y para sacar una experiencia de vida y no de frustración. Ya yeah, es die Untergrundperspektive gleichsam die ich teile, aber es is, ist ich bin zunächst Soziologe und ich ich diagnostiziere und ich kann nicht nur schwärmen und deswegen uh, kommt es mir sehr darauf an, eine, eine realistische Perspektive zu entwickeln. Diese realistische Perspektive hat eigentlich zwei Extremszenarien. Das eine Szenario ist das, was Sie eben gekennzeichnet haben. Ich würde sagen, es ist der kosmopolitische Imperativ, der uns zwingt, zusammenzuarbeiten, auch neue Gemeinschaftsdefinitionen zu finden, wenn wir nicht scheitern wollen. Und ich finde, man kann die Realität... Die reale Wirkung dieses Imperativs in vielem erkennen, auch wenn das immer noch nicht genug ist. Auf der anderen Seite äh, ist die Situation offen. Und ich äh, würde sagen, ein Gegenszenario, für das es eben auch sehr viel Evidenz gibt, ist, ich, verzeihen Sie mir, dass ich viele deutsche Namen benutze, ich komme eben aus einer deutschen Tradition, das ist ein Karl-Schmidt-Szenario. Karl äh, und Karl-Schmidt hat äh, ja die Vision aufgestellt dass gerade durch die gefährdung durch den ausnahmezustand in die die welt versetzt wird eben eine neue form von gewalt eine neue form der trennung von wir und den anderen umgesetzt werden kann und muss eben um eine solche situation zu beherrschen. dieses karl für dieses karl schmidt-szenario sprechen viele alternativen und viele augenblickliche entwicklungen. das macht unsere situation so politisch. Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Es ist schwer, sozusagen diese zwei Szenarien miteinander voneinander zu trennen. Sie mischen sich häufig. Das beste Beispiel, was für mich auch problematisch ist, ist ähm, die Position, die unsere Bundeskanzlerin, also die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Europa einnimmt. Auf der einen Seite Nationalismus. Auf der anderen Seite und gleichzeitig Europäismus. Sie versucht das beides miteinander zu verbinden. Das verbindende Glied ist das, was ich den deutschen Euronationalismus nenne. Das heißt, der ehemalige d nationalismus der die Nachkriegsidentität der Deutschen da sah, wird jetzt auf Europa projiziert und verallgemeinert. Nicht Europa soll sich sozusagen nach den ökonomischen Stabilitätsstandards der Deutschen richten. Das ist eine solche merkwürdige y, al mismo tiempo, pero erfolgreiche, geradezu imperialistische, Verzahnung von europeísmo y nationalismus von Kant y Carl Schmitt. Tesis. Los seres humanos siempre han tenido hambre de espiritualidad y de trascendencia, es decir, de religiosidad. Decir otra cosa es no haber entendido nada de la historia. Das ist eine Frage, die ich mir sehr lange gestellt habe und mit der ich mich rumgequält habe. Und ich glaube, ich habe eine zumindest vorläufige Antwort in, in meinem Buch, äh, der eigene Gott zu geben, versucht. Äh, es kommt sehr darauf an, wie wir Religiosität verstehen. Ähm, die Vorstellung, dass die äh, säkulare Gesellschaft, die Säkularisierung sich durchsetzt mit der Moderne, ist eine Fehlannahme. Das Projekt scheint mir gescheitert zu sein. Die Reichweite des Scheiterns ahnen wir erst langsam, weil ja alle unsere Vorstellungen von Demokratie äh, letzten Endes und von Politik letzten Endes auf dieser Trennung von Religion und, und Staat beruhen. Gleichzeitig ist es so, dass es wichtig ist zu erkennen, dass die Religiosität eben nicht nur im Sinne eines Monotheismus verstanden werden kann, nicht nur sozusagen als Zustimmung zu einer bestimmten Religion, entweder der christlichen oder der muslimischen oder der jüdischen oder welcher Religion auch immer. Und dass nicht nur sozusagen diese Religionen, wie wir das bisher über die Jahrhunderte und Jahrtausende erlebt haben, in verschiedenen Territorien nebeneinander existieren, sich natürlich teilweise mischen, aber doch eigene Schwerpunkte haben. Sondern dass wir heute in einer neuen Situation stehen, in der sozusagen, wenn ich das zuspitzen darf, der Multitheismus zur alltäglichen Situation geworden ist, an allen Plätzen der Welt. Überall sind sozusagen die vielen Götter wieder präsent, auch natürlich gegeneinander abgegrenzt, aber in ihren universalistischen Glaubensansprüchen. Das ist die neue Situation der Religiosität, einschließlich einer Religiosität, die sich gegen diesen Monotheismus wendet und versucht, eine neue Mischform, eben eine Selbstbegründung, eine eigene Form des Gottes, das, was ich den eigenen Gott nenne, herauszufinden, um auf diese Weise eine neue Art von Religiosität zu stiften. Das ist ein großes Durcheinander, ein Durcheinander, mit dem wir einfach rechnen müssen. Interessanterweise hat das Friedrich Nietzsche, Sie hören schon wieder ein deutscher Autor, aber ich komme eben aus diesem Kontext. <laughs> wichtig, ja, ja, der hat äh, schon früh im 19. Jahrhundert vorher gesagt, dass wir irgendwann mal in einem Zeitalter des Vergleichens leben werden. Damit meint er, dass an allen Orten der Welt die verschiedenen gegensätzlichen Kulturtraditionen verfügbar sind, präsent sind und damit auch in ihren Gegensätzen und Spannungen Ausgelebt werden müssen. Das ist die Situation, die religiöse Situation am Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie wird dadurch für mich problematisch, dass nicht absehbar ist, wie die Gewaltpotenziale, die in diesem Konflikt der Religionen begründet liegen und, und äh, explosiv werden, wie wir das ja teilweise schon erfahren, eingekapselt, kontrolliert werden können durch eine neue staatliche. Konstruktion, wie es früher der Nationalstaat war, weil wir ja keinen Weltstaat haben und weil wir sozusagen diese Art der Zähmung der religiösen Gegensätze nicht äh, finden können. Deswegen ist die Frage, wie sich diese neue, möglicherweise dieses neue Gewaltpotenzial, das durch die Konfliktsituation des alltäglichen Polytheismus äh, in allen Regionen der Welt sich abzeichnet, tatsächlich gezähmt und zivilisiert werden kann. Una de las cosas que usted plantea muy originales sobre este tema es la necesidad de preferir la paz a la verdad. Y esta es una pregunta importante porque de niñitos chiquititos se nos enseñó a decir siempre la verdad. Ja, ich meine, dass nicht diese Prämisse, dass wir die Wahrheit sagen sollen, <laughs> <laughs> plötzlich faltan. Das wäre ein Missverständnis. Es geht darum, dass das, was die Wahrheit ist, eben nicht so greifbar ist und nicht so direkt präsent ist. Das ist ja die Erfahrung. Das, was Menschen für wahr halten, äh, hängt ab von dem Stadium, in dem sie sich befinden, von den Umständen, unter denen sie leben, von den religiö religiösen Überzeugungen. Die Vorstellung, dass das durch eine wissenschaftliche Wahrheit reduziert werden kann, ist auch nicht mehr. Sozusagen auf dem neuesten Stand, denn auch die Wissenschaft ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie ihre eigenen Wahrheiten permanent überholt und in Frage stellt, sodass es eigentlich immer nur ein vorübergehendes Stadium der Wahrheit ist und wissenschaftlicher Fortschritt ist gerade dadurch definiert, dass das, was wir heute als Wahrheit ausgeben, morgen vielleicht sich schon als Irrtum erweist. In dieser Situation müssen wir tatsächlich Folgendes uns vor Augen halten. Die Religion, auch gerade die monotheistischen Religionen, haben einen enormen Vorzug, den ich finde nach langem Studium gar nicht genug preisen zu können. Sie bieten eine Gemeinschaftsdefinition, die über ethnische Grenzen, die über nationale Grenzen hinweggreift, die sozusagen die Gegensätze von Nationen und Ethnien im Glauben an Gott und in der Gemeinschaft der Gläubigen zu überwinden sucht. Das ist die gute Seite. Das ist sozusagen die kosmopolitische Seite der Religion. Gleichzeitig und eben mit demselben Anspruch, eine solche Glaubensgemeinschaft zu bilden, grenzen sie die anderen Andersgläubenden aus und zwar in einer sehr radikalen Weise, weil ihnen letzten Endes abgesprochen wird, dass sie wirklich auch einen eigenen einen Gott haben, der überzeugend ist wie der. Gott der anderen. Und das ist gerade eine Eigenschaft oder fast eine Eigenschaft aller monotheistischen Traditionen, dass sie nach innen her sozusagen Toleranz oder sogar neue Definitionen von Gemeinschaft über ethnische Grenzen hinweg, Ungleichheitsgrenzen, Klassengrenzen, Kontinente hinweg definieren, aber gleichzeitig die anderen Religionen davon ausschließen, ja sogar sie zum Objekt einer, einer möglichen Bekehrung machen und damit sie eben in ihrem selbstverstandenen, richtigen Interesse eben von dem anderen Gott überzeugt werden und damit die Rettung erfahren. Darin liegt ein enormes Konfliktpotenzial und dieses Potenzial wird eben gerade durch den, durch den Universalismus der Wahrheitsansprüche dieser Glaubenssysteme erzeugt und immer wieder aktiviert. Deswegen mein Vorschlag, eine Tradition, die in allen Religionen, Religionssystemen eigentlich auch vorhanden ist, nämlich Frieden, mit dem anderen zu schiften und Frieden einzuhalten, höher zu gewichten als diesen Wahrheitsanspruch. Vielleicht nicht höher, aber beide gleichzeitig und auf diese Art und Weise sozusagen eine neue Grundlage für auch einen Dialog zwischen den Religionen zu schaffen und gleichzeitig damit aber auch die Voraussetzung für eine Selbstzivilisation des Potenzials, des Gefahrenpotenzials, des Gewaltpotenzials, das durch, diese alltäglich, durch den alltäglichen polytheismus überall erzeugt wird. Ist crisis que estamos viviendo ahora. Ist in irgendeiner Form die Krise de Occidente? der Kultur Occidental? Ja, es ist eine Krise der der westlichen Kultur, aber es, es geht darüber hinaus. Sie ist wesentlich durch die durch den Siegeszug eigentlich der Moderne, der westlichen Moderne mit produziert worden, aber auch mit den guten Seiten, die das hatte. Ich denke an, an die demokratischen Werte, an die Freiheitswerte, an die Gleichheit von Männern und Frauen, an, an den Umgang äh, mit dem anderen, der eben zum Gegenstand nicht nur von Aggressionen, sondern eben auch der Toleranz und des, des Miteinanders gemacht werden soll. Aber gleichzeitig eben äh, Folgewirkungen dadurch erzeugt hat, also in der, im Prozess, in diesem Siegeszug in dem die Natur und damit sozusagen auch die Grundlagen des Weiterlebens gefährdet werden und in dem wir jetzt auch erkennen, eben äh, durch das Wirtschaftswachstum und die grenzenlose Finanzwirtschaft die Grundlagen auch des Kapitalismus selbst in Frage gestellt werden. Dahinter verbirgt sich der Zwang, würde ich zugespitzt sagen, dass wir Europäer, wir Westler, das tun müssten, was eigentlich von jemandem, der ein Auto in die Welt gesetzt hat, gesetzt hat und anderen verkauft hat und feststellt, dass dieses Auto nicht funktioniert, dass die Bremsen nicht funktionieren und dass der Motor stottert, wir müssten eigentlich dieses Auto zurücknehmen. Wir müssten die moderne zurücknehmen. Wir müssten sozusagen neu darüber nachdenken, wie wir ein Modell eines Autos oder einer moderne oder eines politischen Systems entwickeln können, das nicht diese Gefährdungspotenziale enthält. Ich glaube, dass für so eine Rolle die... Zukunft, auch in zukunft und damit auch in der gegenwart die europäische intelligenz auch gebraucht wird auch die tradition der aufklärung aber es ist ganz sicher dass die stimmen des südens die stimmen der peripherie die ja lange nicht mehr stimmen der peripherie sind sondern zunehmend auch ähm, ja führende rolle in in der Weltwirtschaft und in der Welt insgesamt einnehmen wollen, dass diese Stimmen ein neues Gewicht haben und auch ein neues Gewicht haben sollten, sowohl im politischen Rahmen wie auch im kulturellen Rahmen. Und dass gerade auch wir häufig, auch immer noch sehr auf dem hohen Ross sitzenden Europäer, lernen können, wie die Experimente im Umgang mit Armut, wie die Experimente im Umgang auch mit Gemeinschaft über Grenzen hinweg in diesen anderen kontinenten und kulturen zu uns sprechen können um auch gemeinsam wiederum eine neue perspektive für eine andere moderne für einen anderen kapitalismus vielleicht sogar für eine alternative zum kapitalismus zu finden relacionado directamente con lo que usted acaba de decir en su último libro traducido al español crónica desde el mundo de la política interior global usted dice lo siguiente en un momento La doctrina del capitalismo de mercado también ha caído en bancarrota, solo que ya no se ve alternativa, y no solo en economía, tampoco en política. El cuidado de las ovejas está confiado en todas partes a los lobos neoliberales. Presiento una confesión, le confieso, profesor, de que no hemos sido hasta la fecha capaces de crear una alternativa. Sufficientemente convincente, cautivadora para la hoy. Als ich das niederschrieb, hatte ich vor allen Dingen sozusagen die institutionalisierte Politik vor Augen. Ich hatte einen Vergleich vor Augen äh, nach dem Zusammenbruch des äh, Kommunismus und der äh, Renaissance und dem neuen Aufschwung, den der Westen machte. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus konnten die Eliten ausgetauscht werden. Das war sozusagen das Rezept. Hier. Der Kommunismus geriet in die Defensive, aber es gab neue Rezepte der, der Demokratie und, und der freien Marktwirtschaft, die akzeptiert werden konnten und auch umgesetzt wurden. Nicht immer mit den Erfolgen, die wir erwartet haben, aber immerhin sie waren verfügbar. Mit der Krise des Kapitalismus ist sozusagen das Ideenreservoir dieser Tradition erstmal erschöpft. Und wir haben keine Eliten, die wir austauschen können, wie wir das damals konnten. Man kann das sehr gut auch am Beispiel der Regierung Obama erkennen. Dort sind die Finanzminister und diejenigen, die für die Bewältigung der Finanzkrise zuständig sind, genau dieselben, die uns teilweise etwas eingebrockt haben, diese Finanzkrise. Und sie versuchen mit ähnlichen Denken und ähnlichen Rezepten uns aus dieser Krise zu befreien. Das ist meines Erachtens nicht genug. Das ist sogar zum Scheitern verurteilt. Das ist kontraproduktiv. Gleichzeitig kann man aber erkennen, dass die sozialen Bewegungen sehr wohl einen Raum des experimentellen Denkens, des Brainstorming entwickelt haben, wo viele neue Ideen verfügbar sind. Und diese Ideen zu materialisieren, diese Ideen zu konkretisieren, also beispielsweise nicht nur dazu, darüber zu reden, dass der Staat oder der Markt eine Renaissance hat, dass das sozusagen eine neue Dialekt ist, wo entweder der Staat oder der Markt regieren, sondern dass wir vielleicht eine, eine dritte Kategorie brauchen, eine Kategorie der Commons, eine Kategorie der Gemeinschaftsaufgaben, die sozusagen davon freigesetzt werden müssen und eine andere Organisation in der Welt brauchen. Das sind neue Begrifflichkeiten und Ideen, die gerade in äh, diesen Bewegungen ausgearbeitet werden und die uns, glaube ich, schon auch eine Chance für die Zukunft bieten. profesor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la que cantar por la paz y la esperanza